Welche Top 5 Yachten haben wir uns im Februar gekauft? Ja, servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Und ja, auch herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von quasi 5 Dinge, die mich und den Kolja von Aktien mit Kopf so im letzten Monat, Februar, bewegt haben, die wir interessant fanden. Und die stellen wir euch jetzt in dem Video vor. Und was wir natürlich auch immer mit dabei machen, ihr kennt es von dem letzten Video, wir verlinken es mal hier oben. Da haben wir den Billionaire-Latte getestet, hier auf Mallorca. Und heute testen wir quasi schon mal extrem lecker aussehende Nachos mit viel Käse, Chicken und Barbecue-Soße im El Diabolito hier am Hafen. Von Puerto Portals. Genau, von Puerto Portals. Und die 5 Dinge, über die wir wieder sprechen, sind Buch, News, eine Person, ein Video oder auch eine Show, eine Netflix-Show, YouTube-Video etc. Und ein Produkt, genau, das wir irgendwie nutzen oder cool finden, etc. Und da ich jetzt anfangen möchte zu essen, Kolja, fang doch mal an mit, was ist dein Buch? Also ich muss mal sagen, extrem scharf, die Nachos. Ich habe, glaube ich, die Soße hier zu viel rauf gemacht. Also die kriegt ihr hier dazu, nicht zu viel rauf machen. Aber ein paar Flammen drauf. Bei mir ist immer so, am Anfang extrem scharf, dann muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen und dann läuft es besser. Womit soll ich anfangen? Buch? Ja, fang doch mit Buch an, oder? Okay, also ich hab auf dem Weg nach Estland und zurück, beziehungsweise Lettland, Estland und zurück, das Buch hier gelesen im Flugzeug. Und zwar, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, von Dr. Rainer Zietelmann. Mit dem kommt auch dazu übrigens ein Podcast am Montag zu diesem Buch. Und ja, das Buch ist auch das einzige, was ich diesen Monat großartig gelesen habe. Deswegen muss ich es jetzt quasi natürlich auch vorstellen. Und ja, da geht es im Endeffekt genau darum, was der Titel im Endeffekt schon aussagt. Wer mich kennt, der weiß ja auch, wie ich da so ungefähr ticke. Was aber jetzt das Interessante an dem Buch ist, finde ich, dass bei diesem Dr. Zietelmann, der neben den ganzen Immobiliengeschichten, die man ja auch so kennt, ja eigentlich auch Historiker ist. Mhm. So, und das merkt man eben, wenn man so ein Buch liest, dass eben ganz viele unterschiedliche einzelne Beispiele rausgesucht hat aus der Vergangenheit und die gegenübergestellt hat. Also quasi so als Beispiel, wie viele Leute in der DDR hatten oder am Ende der DDR 1989 einen Telefonanschluss und wie viele hatten in der Bundesrepublik Deutschland einen Telefonanschluss. Hat also nicht einfach nur so irgendwelche Inflationszahlen oder Bruttosozialproduktdaten umhergeworfen, sondern einfach ganz konkrete Beispiele aus dem Alltag auch gebracht. Dann hat er über Afrika gibt es ein Kapitel, über Nord- und Südkorea, dann über Venezuela und Chile, über Amerika, über Schweden, über Großbritannien. Wirklich ein faszinierendes Buch. Und wenn man das liest, dann habe ich ihm auch gesagt, muss man manchmal heulen. Und manchmal auch lachen. Ja? Und das ist einfach, weil ich jetzt immer ich will nicht zu viel spoilern, aber eine Sache kann ich erzählen. Und zwar, da haben im Kommunismus damals in China unter Mao, die ganzen Bauern halt gezwungen, so an irgendwelchen speziellen Kanalsystemen für den Diktator zu arbeiten und so. Ja? Und dann hat mit dem Ergebnis, dass halt sehr viele Leute kein Essen mehr hatten, weil die Bauern zu wenig Essen angepflanzt haben. Und dann haben die halt irgendwo gesehen, und das ist jetzt kein Scherz, dass dann ein paar Spatzen so ein paar Körner aufgefressen haben von dem Essen. Mit dem Ergebnis, dass sie halt die Spatzen verantwortlich gemacht haben für die Hungersnöte und dann die gesamte Bevölkerung dazu angehalten wurde, alle Spatzen und Vögel umzubringen und mit Stäben in der Luft herum zu fuchteln. Und am Ende wurden irgendwie 2 Milliarden Vögel umgebracht. Und am Ende war die Hungersnot noch höher, weil die dann gar keine Insekten und Schädlinge mehr gefressen haben. Und dann haben sie aus der Sowjetunion 200.000 Spatzen importieren müssen. Also, und solche Geschichten sind da drin. Das war mein Buch für diesen Monat. Ja, cool. Das Witzige ist jetzt tatsächlich, und wir haben das nicht abgesprochen, mein Buch
Ist auch vom Zitteln. Ah, das habe ich dir ausgeliehen. Genau, das hat Kolja mir ausgeliehen. Kurze Hintergrundstory, als ich jetzt hier nach Mallorca gezogen bin, habe ich natürlich immer so erstmal das Nötigste mitgenommen und habe dann aber festgestellt, ich habe kein einziges Buch mitgenommen. Bücher sind halt schwer und habe da erstmal drauf verzichtet, habe dann nach einer Woche gemerkt, ich brauch irgendwas zu lesen. Ne? Ich drehe durch, wenn ich nichts zu lesen habe. Dann war ich bei Kolja und sagte, Kolja, ich brauche irgendein Buch, irgendeins. Ja. Und gesagt, hier ist mein Bücherregal, such da eins aus. Und weiß nicht wieso, das hat mich einfach angesprochen, setze dir größere Ziele, die Geheimnisse erfolgreicher Persönlichkeiten. Ich mag halt solche Bücher und habe das durchgelesen und was mir gefallen hat an dem Buch, also da ist jetzt nichts Neues jetzt, sage ich mal, mit dabei, also da hat jetzt nicht auf einmal irgendwie das Rad neu erfunden und wenn man solche Bücher schon mal gelesen hat, sage ich mal, ist die Message am Ende ähnlich. Mhm. Was mir aber sehr gefallen hat, ist, wie er das in Stories verpackt hat und das immer dann auch in Vergleich eben gesetzt hat zu den verschiedensten erfolgreichen Personen von Steve Jobs, Jeff Bezos, Coco Chanel, Ray Kroc von McDonald's, also wie sie alle heißen, und ja, hat das dann immer in Verbindung gesetzt, wie das bei denen eben gelaufen ist und wie die das umgesetzt haben, warum die das so umgesetzt haben und was für Schlüsse er dann daraus gezogen hat. Und es wird halt auch sehr authentisch, weil er selbst, der Autor, der Rainer Zittelmann, halt auch extrem erfolgreich ist und halt dann auch immer ein bisschen was von sich einfließen lässt und ich sag jetzt mal so, das bisschen dann validiert. Das ist jetzt halt einfach nicht nur so ein bisschen, ja, war halt Glück oder so oder der Zufall, dass jetzt genau diese Aktion zu dem Ergebnis geführt hat, sondern er bricht das dann runter auf ein paar wenige Regeln oder Grundsätze, sage ich jetzt mal. Es sind, glaube ich, hier knapp 20 Stück in Summe, 18 Stück. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Buch, wie er das so erzählt hat, weil er halt auch so klare Kante, ne? Mhm. Gefällt mir, so klare Kante einfach, ne? Wo er einfach so sagt, okay, nach dem Motto, harte Arbeit, ist halt einfach so und wenn du das nicht machen willst, dann geht's halt nicht, ne? Und hör auf zu jammern, ne? Okay. So nach dem Motto. Und deswegen ist das so mein Buch, das mich so die letzten Wochen beschäftigt hat, das ich gelesen habe und das ich jetzt hier vorgestellt habe. Okay. Da wird sich natürlich der liebe Dr. Zittelmann freuen über die kostenlose Promotion. Das ist wohl wahr. Für die wir nicht mal Geld kassieren. Er hätte uns wenigstens mal die Nachos kaufen können. Ja. Wir können ja die Rechnung dann zuschicken. Genau. Er hatte das neue Buch übrigens auch der Sarah Wagenknecht geschickt. Ist nicht wahr. Ja, aber sie hat nicht geantwortet bisher. Kann ich gar nicht verstehen. Dann gehen wir mal über zum Thema Produkt. Ja? Mhm. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht. Ich habe jetzt kein materielles Produkt wie den Roller irgendwie letzten Monat. Auch die Uhr nicht, weil die ist noch von letztem Jahr. Aber die habe ich gesehen, hat eine 10 Jahre Batterie, ganz geil. Ja. Meine Frau mir geschenkt. Nee, ich habe tatsächlich eine Sache, die mir der Henrik neulich erzählt hat. Und womit ich zum Glück noch nie zu tun hatte. Und zwar, er hat irgendwie in den letzten paar Wochen mehrmals den Fall gehabt, dass er einige Kunden von ihm nicht bezahlen. Ja. Mhm. Und es ist bei ihm, er macht ja neben seinen ganzen Unternehmerkanalgeschichten, die wir zusammen machen, auch richtig noch Dienstleistungen für andere in der Form, dass er halt zum Beispiel deren Facebook-Werbebudgets managt und Anzeigen schaltet und so. Und da hat er wohl irgendwie mehrmals den Fall jetzt gehabt, dass bestimmte Kunden einfach nach, und das ist ja, geht ja zum Teil dann Tage und Wochen, so eine ganze Kampagne, wo da immer wieder auch Arbeit drin steckt. Ja. Das sind dann teilweise natürlich auch mal Rechnungen von irgendwie 5.000, 6.000 Euro oder so, ja, die halt einfach nicht bezahlt wurden. Mhm. Und jetzt hat er eine Sache gezeigt, die nennt sich irgendwie Dezimo oder so, aber das gibt wohl auch ganz also ich habe jetzt mit denen auch nichts zu tun erstmal jetzt, aber sozusagen es gibt auch ganz unterschiedliche Anbieter da auf diesem Bereich wieder und das sind solche Factoring-Anbieter. Das heißt, was die machen im Endeffekt, du schilderst denen diesen Fall und dann zahlen die dir dieses Geld, was die Kunden dir noch schulden, nehmen davon irgendwie 3% oder irgendwie sowas für sich und holen sich dann das ganze Geld von dem Kunden, also per Inkasso oder was auch immer die dann sozusagen machen. Aber der Vorteil für dich ist halt, du hast dann irgendwie nach ein oder zwei Tagen dein Geld und brauchst dich nicht mehr mit den lästigen Kunden zu nerven. Ja, und, so. Und das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Konzept, weil habe ich bisher noch nie vorher gehört in der Form, aber zum Glück auch noch nie selber nutzen müssen sowas, aber finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Also für die Unternehmer da draußen könnt ihr euch vielleicht mal anschauen. Ja. Das ist ein klassischer Forderungsverkauf. So in dem Stil. So wie ich das im BWL-Studium gelernt habe, wo du eine Forderung abtrittst an jemand anderen mit einem
geringen Abschlag. Und dein Vorteil als Unternehmer ist dann, dass du halt sofort wieder Liquidität hast, was ja für manche Unternehmer überlebenswichtig ist. Ne? Genau. Wenn du dann halt mal so mehrere Forderungen hast, die ausfallen, dann kann das halt schnell mal deinen kompletten Unternehmensbetrieb lahmlegen. Und über die Lösung kriegst du das halt gebacken. Ne? Mhm. Ja. Okay, mein Produkt. Bin ich absolut begeistert davon. Also, jetzt sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen übertreibe vielleicht, aber in meiner persönlichen Situation hat mir das halt unglaublich geholfen. Jetzt kommt's. Also, wie ihr jetzt vielleicht mitgekriegt habt, bin ich jetzt umgezogen und wohne jetzt hier auf Mallorca und ich kriege ja trotzdem weiterhin Post irgendwie, ne? Und meine Firma, und das ist ja alles weiter in Deutschland. Und da hat sich ja die Frage vor ja, dann knapp anderthalb Monaten gestellt, wie kriege ich jetzt halt meine Post hierher, ohne dass jetzt, keine Ahnung, die jetzt alle irgendwie nach Spanien versenden, was ja viele wiederum dann nicht machen, höhere Versandkosten, was weiß ich. Und ob es dann auch überhaupt ankommt. Ob's dann auch, ja, genau, das auch noch mit dazu. Und dann ist es ja so, ich kriege sowieso schon ein Haus aus als Versicherungsmakler Unmengen an Post. Also die Versicherer, die spam dich zu. Die spam mich quasi zu, tatsächlich, ne? Mit allen möglichen, wenn es neue Änderungen gibt und Kundeninformationen und Vertragsänderungen, AGB-Änderungen, schießt mich tot. Also der Briefkasten ist halt eigentlich immer voll. Ne? Hm. Und das hat auch früher immer unglaublich viel Zeit gekostet, die Briefe aufzumachen, dann zu gucken, ist es wirklich was ich brauche oder ist es Ablage P? Dann halt die Sachen digitalisieren, weil du willst ja nicht... Kamin. Genau, noch ein bisschen heizen im Winter. Ja, du willst ja nicht 50 Ordner irgendwo im Schrank haben irgendwann, sondern eben auch das Ganze digitalisieren. So, das hat unglaublich viel Zeit gekostet. Und dann habe ich gedacht, hey, hier 21. Jahrhundert, kann doch nicht sein, dass es dafür keine Lösung gibt. Habe ein bisschen gegoogelt und bin dann auf einen Service gestoßen. Die Firma nennt sich Kaya. Und was die im Prinzip macht, die digitalisiert meine Post. Und der Prozess ist relativ einfach. Nachsendeauftrag kennt wahrscheinlich so jeder. Wenn du vielleicht umziehst, machst du einen Nachsendeauftrag bei der Post, dass die Post dann halt nicht mal an deine alte Adresse geliefert wird, sondern an die neue. Und das machen die genauso, nur dass halt das nicht an meine neue Adresse geschickt wird, sondern an die. Und die das dann öffnen für mich, digitalisieren und krieg das dann, wenn gewünscht. Also ich finde das halt über die App sehr geil. Hab dann meine Post hier, zack, einfach auf der Kaya-App. Und kann hier durchscrollen, kriegt dann eine Push-Nachricht, wenn neue Post da ist und habe halt nichts mehr mit Papierpost zu tun. Ja. Und das ist halt für mich eine unglaubliche Erleichterung. Zeitersparnis, ich muss nichts digitalisieren und ich kann vor allem meine Post halt auch lesen, wann ich möchte. Ne? Ja. Ich habe das im Posteingang drin und sage halt, okay, hab's gesehen, aber ich habe jetzt halt keine Zeit. Oder mach das dann halt im Flieger oder sonst irgendwo. Ne? Ja. Also das ist für mich und ich glaube für viele andere Unternehmer eine Möglichkeit, extrem viel Zeit zu sparen. Und das Ganze ist auch auf deutschen Servern gespeichert. Das ist ja auch für den einen oder anderen, je nachdem, wo du tätig bist. Also für mich ist es wichtig, dass es auf deutschen Servern liegt. Und der ganze Spaß kostet 9 Euro im Monat in der Version für Privatpersonen. Ich habe das für Unternehmer. Das kostet dann, ich glaube, 25 Euro. Aber das ist für das, was da geleistet wird, sage ich jetzt mal, ist das mehr als nur eine Investition, die sich jetzt schon wieder, ach was weiß ich, vielfach rentiert hat. Genau, Kaya heißt der Service. Ich habe auch mal einen Blogartikel darüber geschrieben. Können wir ja mal verlinken unter dem Video, könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Das ist mein Produkt. Okay, super. Ja. Machen wir weiter. Ja, kommen wir mal kurz zu dem Produkt hier. Also zu dem hier, ja. Genau. Erzähl was sagst mal. Du bisher? Schmeckt ganz gut. Ja, ich muss ja zugeben, ich war ja schon mal hier und habe dann Kolja überzeugen wollen. Ich sagte, hey, hier müssen wir mal hingehen, weil das sind einfach unglaublich leckere Nachos. Und ja. Das Wichtige ist nämlich immer, dass im Endeffekt genug Käse da ist für die Nachos. Es gibt nichts Schlimmeres, kennst du das? Du gehst irgendwo Nacho essen und dann hast du oben, nur oben so diese Schicht. Ja, genau. Und dann kommst du unten und da ist nichts mehr. Ja, und das ist trocken. Geht gar nicht. Das ist wirklich gar nicht. Und hier ist auf jeden Fall genug insgesamt schon mal drin. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Aber mein Abschlussfazit kommt noch. Kommen wir erstmal zum Thema spannende News, die mich bewegt haben im Februar. Und da kann ich wirklich sagen, zum Glück dieses Mal was Positives. Und zwar war das der Falcon Heavy Launch Cape Canaveral, glaube ich. Ja, ich meine schon. Also habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ne, wie die da den Tesla ins All geschossen haben, wie dann diese beiden anderen Dinger so gleichzeitig wieder gelandet sind. Und ich kann wirklich sagen, das war das erste Mal seit einer ganz, ganz, ganz langen Zeit, dass ich wieder vorm Fernseher saß und so richtig bei etwas mitgefiebert habe. Mhm. Also dieser Countdown, ne? Wenn so die Rakete da startet und du siehst oben den Countdown und man hofft wirklich, man drückt klappt. Alle Daumen, dass da ja nichts irgendwie schief geht und dass es klappt. Und also ich fand es einfach nur abgefahren geil und finde es einfach nur unfassbar überwältigend, dass die das hingekriegt haben.
Klar ist da irgendwie eine Mittelraketenstufe irgendwie leider im Wasser gelandet. Aber das passiert natürlich dann auch bei solchen ersten Experimenten immer. Fakt ist einfach, die haben jetzt, glaube ich, am Donnerstag schon wieder das nächste Ding gelauncht, was wieder erfolgreich war. Aber jetzt nicht die Falcon Heavy, sondern Falcon 9. Einfach um ein paar Satelliten ins All zu bringen und so. Hat aber auch funktioniert. Mhm. Das heißt sozusagen, deren Rate an erfolgreichen Launches wird immer besser. Und damit können sie natürlich dann auch wiederum die zukünftigen Projekte finanzieren. Auf Netflix gibt es eine ganz gute Serie, die heißt Mars. Das ist so eine Mischung aus Fiction-Serie und Doku. Mhm. Und da ist ganz geil gemacht, weil es ziemlich realistisch zeigt, so mit welchen Problemen die dann da auf dem Mars zu kämpfen haben. Und eine Sache ist natürlich immer, geht irgendwas schief, nicht nur, dass dann irgendwie Menschen sterben, sondern auch ganz viel Geld dranhängt, dass dann irgendwo in der Bevölkerung allgemein so wieder diese Motivation nachlässt, das noch weiter zu. Das war ja genau das Problem damals, was die hatten in den 60ern, dass irgendwann die Apollo 13 dann halt ja diese Probleme hatte und dann irgendwie schlagartig auf einmal die ganzen Interessen weltweit abgenommen haben, sonst wären wir wahrscheinlich schon lange auf dem Mars. Und deswegen fand ich es einfach nur absolut geil und war richtig geflasht. Ja. Ja, kann ja zustimmen, habe ich auch verfolgt. War wie damals, also meine Eltern haben so gemeint, so damals, wie das Thema mit der Mondlandung so präsent war. Mhm. Und da so einen ähnlichen Hype jetzt gehabt. Meine News ist auch positiv. Wo wir das Video jetzt hier aufnehmen, ist ja noch Olympischen Winterspiele, die gerade noch laufen. Und ich verfolge das ja hier im spanischen TV, das läuft immer so ein bisschen im Hintergrund. Wie steht da Deutschland bisher? Und das ist genau der Punkt. Stand jetzt, ich hoffe, da kommt noch die eine oder andere dazu, haben wir 13 Goldmedaillen abgeräumt. Und in dem Moment, wo wir die 13. geholt hatten, haben wir einen neuen Medaillenrekord aufgestellt. Nationalen für Deutschland. Bisher waren 12 das meiste, was wir geholt hatten. Jetzt haben wir 13 geholt. Und, aber Winterspiele ist es, ne? Ja, aber das ist allgemein. Ja, ja. Also so habe ich das zumindest gelesen. Okay. Und was ich halt einfach so toll finde, ist, dass diese ganzen olympischen Disziplinen, die es ja gibt, meiner Meinung nach, vom sag ich jetzt mal, Schwierigkeitsgrad teilweise her, dermaßen höher sind und von den Sportlern viel, viel, viel mehr abverlangen, als jetzt halt so Mainstream-Sportarten, wo halt Athleten Millionen verdienen. Und wenn ich das dann so mitkriege, dass manche Olympia-Athleten ihr Ticket dann selbst bezahlen müssen, um da mitzufliegen, da denke ich mir halt, Alter, das kann doch nicht wahr sein, ne? Und ist halt Angebot und Nachfrage. Ja, ich weiß, klar. Aber ich find's eben cool, dass Deutschland da jetzt halt wieder mal was gerissen hat. Und ich glaube, aktuell sind wir auch Platz 2 hinter Norwegen. Ja. Können wir aber noch holen. Wir haben noch ein paar Goldmedaillenchancen. Wir sind im Finale. Krass. In Eishockey, ne? Das kommt jetzt quasi, wir nehmen heute samstags auf, morgen ist das Finale gegen Russland. Wir haben Kanada gestern geschlagen, im Eishockey. Ja. Gut, da waren die ganzen NHL-Spieler nicht mit dabei, weil die nicht mit durften, aber trotzdem, hey, wir haben Kanada im Eishockey geschlagen. Ja. Und ich hoffe, dass jetzt einfach dadurch halt wieder mal die eine oder andere vielleicht Nischensportart wieder noch ein bisschen mehr Zulauf bekommt, weil das ist ähnlich wie du, was du gerade gesagt hast, ne? Wenn halt ein Thema hier irgendwie funktioniert, erfolgreich ist, hast du den Zulauf, wenn nicht, bleibt halt die Nachfrage oder vielleicht der Hype oder wie auch immer aus. Genau. Ja, man muss auch sagen, in Deutschland ist halt Nationalsport Fußball, ja. Kommt irgendwie auf Platz 1, logischerweise. Ja. Und dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, was Platz 2 ist. Tennis wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Kommt dann, da hat ja auch irgendwie eine Deutsche mal wieder einen Grand Slam gewonnen neulich irgendwann. Aber das ist halt so vom Unterschied her irgendwie so 10 Stockwerke tiefer, ja, und dann kommt so der ganze Rest. Es ist einfach, das sind einfach die Interessen der Leute, ja. Also ich meine, wann war die letzte Frauenfußball-WM? Es weiß schon nicht mal mehr irgendwie die Hälfte der Leute, ja. Und wenn es dann noch in andere Sportarten geht, dann wird es irgendwie auf jeden Fall mau, ja. Aber ich finde es natürlich auch cool, wenn so ein paar andere Sportarten noch, sowas wie zum Beispiel auch Gewicht heben, ja. Weightliften, Crossfit und solche ganzen Sachen. Aber ja, cool. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten. Und zwar, was war das? Person. Da kann ich mir im Endeffekt eine aussuchen, weil ich war ja gerade auf der Baltikum-Reise mit Lars zusammen. Und habe da sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Ich glaube, ich habe mehr Leute da kennengelernt als irgendwie im ganzen letzten Jahr. Also, obwohl, stimmt nicht ganz. Kolja geht nie vor die Tür. Die ganzen Community-Treffen zählen ja auch. Aber nee, also, wen ich da richtig cool fand, war der Pertel Tomberg. Mit dem habe ich gestern auch ein Video hochgeladen. Das ist der CEO von Bondora. Und der hat, einmal finde ich den interessant, weil er so ganz
kontroverse und auch direkte Meinungen zu allem hat. Und so kennst du das vielleicht auch, wenn du mit jemandem ein Video machst, dass die halt immer so schwammig sind, wenn du sie so konkrete Fragen stellst. Also die versuchen dann irgendwie aus, so diese typischen Politiker-Antworten, oh, darüber darf ich jetzt nicht reden oder sie lenken ab. Ja. Und bei dem war wirklich so, ich habe ja gefragt, so, ja, ist denn Mondora schon profitabel? Und dann hat er gesagt, letztes Jahr waren wir zum ersten Mal profitabel, 2017 hatten wir einen Gewinn von 250.000 Euro, also einer Viertelmillion. Mhm. Ja? Also der hat immer gesagt, was Sache ist, seine Meinung zu dem Thema gesagt und du wusstest so genau, wo er steht. Das fand ich schon mal deswegen cool. Und was ich auch noch cool fand bei dem ist, dass der in England studiert hat damals und mit 20 das Unternehmen gegründet hat schon. Jetzt ist der irgendwie 29 und führt halt das Unternehmen mit irgendwie 50 Mitarbeitern oder so. Cool. Eine der größten Plattformen für P2P-Kredite in ganz Europa. Und ja, aber auch nicht nur der, das wäre uns den anderen ungerecht gegenüber. Viele andere jüngere Leute, wenn du da rumläufst in Tallinn oder so, dann hast du ja sowieso nur das Gefühl, dass da nur junge Leute leben irgendwie. Ja. Und alle haben irgendwie, die man so kennt, so irgendwie so einen richtigen Drive. Ja? Jetzt weiß ich es nicht, ob es daran liegt, weil wir eben genau diese Personengruppe getroffen haben. Es wird sicherlich auch viele geben, die sozusagen nicht so drauf sind. Aber da waren auf jeden Fall ein paar richtig coole Leute dabei und es hat echt Spaß gemacht, mit denen Zeit zu verbringen. Ne? Ja, cool. Sowas finde ich auch immer klasse, straightforward, ne? Wo du einfach sagst, hey, so und so ist die Frage und dann gibt es eine direkte Antwort und fertig, wo dann auch wirklich halt man was mit anfangen kann. Ne? Ja. Was gibt es für Interviews, die guckst du eine halbe Stunde an und denkst dir, okay, ne? ich guck eine Stunde hart oder bei fair. Hoffentlich sagen die das nicht bei unserem Video jetzt. Ja, ich hoffe nicht. Gut, das ist jetzt heute jetzt nicht so, sage ich jetzt mal, die krasse vielleicht Wissensvermittlung oder so, sondern so eine Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung. Ja. Wo ich dann so eine Stunde hatte, aber fair gucke und am Ende denke ich mir so, okay. Du bist dümmer als davor. Handlungsempfehlungstechnisch bin ich jetzt auch nicht schlauer, was ich machen soll, ne? Oder was jetzt gut oder schlecht ist. Okay, meine Person. Musste ich lange überlegen, ob ich die jetzt nenne oder nicht, weil die fast, glaube ich, schon so abgedroschen ist, wo jetzt vielleicht der eine oder andere gleich sagt, Gerhard Hörn oder was? Nein, nein. Fängt aber auch mit G an. Und zwar ist Gary Vaynerchuk. Ah, okay. Der US-Guru, sage ich jetzt mal, im Bereich Marketing, Social Media etc. Und der beeinflusst mich jetzt eigentlich nicht nur jetzt im Februar, sondern eigentlich jeden Monat oder fast jeden Tag. Und deswegen habe ich auch gesagt, ist es auch wert, dass ich ihn erwähne, auch wenn ihn jetzt viele vielleicht schon kennen und sagen, okay, weiß ich, ist ein guter Typ, der macht viel Social Media, okay, macht es richtig, kann viel von ihm lernen, bla bla bla. Aber ich finde, dass jedes Mal, wenn ich von dem wieder was Neues höre, wieder irgendwo eine Mini-Botschaft mit dabei ist, wo ich sage, recht hat er, so mache ich es noch nicht und cooler Tipp und nehme ich mit. Mhm. Einfach nur, ich folgte mal Instagram und dann hat er diese Kurzvideos, das finde ich so geil, ne, wo er einfach so quasi so in einer Minute die einfach mal so schön in den Arsch tritt, um es jetzt mal politisch unkorrekt auszudrücken und du wieder weißt, okay, alles klar. Ja. Das heißt, wenn ich mal so vielleicht ein bisschen kleines Down habe, so ein kurzes Gary Vaynerchuk Video und dann weißt du wieder sofort, warum du das machst, was du machst und ich finde, der macht halt vieles richtig und er schafft es halt den Leuten rüberzubringen, warum er das macht und auf eine sehr sympathische Art und Weise, auch sehr direkt eben, ne? Nimmt kein Blatt vor den Mund und das gefällt mir an dem Typen und deswegen ist Gary Vaynerchuk hier meine Person des Monats oder vielleicht auch, das weiß ich nicht, des Jahres. Auf jeden Fall war er eine Erwähnung wert. Jetzt ist hier gerade eine Corvette vorbeigefahren, sorry, wenn der Ton ein bisschen leise ist und noch eine. Guck mal. Eine rote und eine blaue. Ja, wir sind hier in Portals. Ja, da fahren die ganzen dicken Kisten hier rum. Ja, das mag ich aber auch an diesem Ort hier. Also es heißt ja auch sehr häufig so, ja, die ganzen Reichen da und vieles nur auf Pump und auf Kredit und so. Aber ich finde es einfach richtig geil hier. Und es ist immer schön irgendwie ruhig, angenehm. Und deswegen komme ich immer gerne hierher. Und ich lasse mich davon immer auch motivieren. Weil mir ist ja im Endeffekt egal, wofür die Reichen ihr Geld ausgeben. Ja? Ich finde es einfach nur cool. Und hab Spaß daran, ja. Ist aber absolut inspirierend. Ja. Egal, kommen wir mal zum Thema letztes schon, ne? Letzter Punkt, ja. Video. Video, Show. News, Show, genau. Und zwar Günter Gauss, ja. Günter Gauss, der war, habe ich auch erst dann recherchieren müssen, ein Journalist in Deutschland und ein Publizist und Politiker und noch alles mögliche andere, ist auch schon 2004 gestorben. Und der hatte so ein Format, das nennt sich Zur Person.
Und da hat er immer so Bundeskanzler und alle möglichen anderen öffentlichen, interessanten Personen interviewt. Mhm. Und da gibt es auf YouTube ziemlich viele Videos von dem dazu jetzt online. Und da habe ich mir zum Beispiel das angeguckt mit, ich sage schon Walter Ulbricht, ne? Nicht mit Walter Ulbricht, sondern mit Ludwig Erhard. Und richtig interessant. Dann habe ich mir noch das angeguckt mit Konrad Adenauer, mit Willy Brandt, mit Helmut Schmidt. Und hat er einen Kanal? Oder wie? Nee, also das hat irgendein Typ bei YouTube halt, das ist glaube ich immer bei ZDF oder so gelaufen und irgendjemand hat das halt alles bei YouTube mal hochgeladen. Ja. Okay. Und was ich jetzt interessant fand, ist gar nicht unbedingt jetzt einen konkreten Fakt oder einen konkreten Sachverhalt. Was ich nur so spannend finde, ist, dass man ja sonst als Kind, wo man aufwächst, dann lernst du über die, ja, das war halt der Bundeskanzler. Mhm. Ich weiß noch, bei uns in der Schule hat auch mal der Weizsäcker eine Rede damals gehalten. Ja? Aber ansonsten sind die ja meistens schon tot und du erfährst nur aus den Medien oder von den Eltern von denen. Mhm. Oder du liest halt irgendwas, was durch irgendeine Art von Filter gegangen ist. Irgendein Journalist schreibt darüber, der bringt natürlich seine Meinung damit rein oder seine politische Meinung und so weiter. Ne? Und wenn du jetzt bei YouTube so eine Videos guckst von denen direkt im Interview, dann kriegst du nicht nur das direkt von denen aus ihren Lippen mit, was sie tatsächlich sagen und was sie damals bewegt hat. Du siehst es auch noch anhand ihrer Mimik und kannst dir dadurch ein viel besseres Bild davon machen, was sie eigentlich vielleicht wirklich gemeint haben können. Und das finde ich deswegen so spannend und habe mir so deswegen ein paar Videos reingezogen über die ganzen alten Kanzler von damals. Und ja. Vielleicht gucken sich in 40, 50 Jahren die Leute halt die Videos von Merkel an. Ja. Schauen wir mal, das lassen wir jetzt mal so stehen. Danke. Dieser Inhalt ist in Ihrem Land nicht verfügbar. ja, da können wir vielleicht auch die Links unten drunter setzen, wenn es den einen oder anderen interessiert. Wenn du mir die nachher vielleicht noch schicken kannst, dann setze ich die unten drunter. Mhm. Und bei mir ist es eine Show. Geworden, eine Netflix-Show, die ich schon, glaube ich, damals geschaut hatte, auch komplett fertig geschaut hatte. Da war Netflix noch gar nicht so eine große Nummer. Und ich schaue die jetzt ein zweites Mal. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum guckt man eine zweite Show? Es gibt doch zig andere, ne? Kannst du auch eine neue gucken. Und zwar ist es Breaking Bad. Also die Show mit Bryan Cranston und Aaron Paul, wo die beiden halt Crystal Meth quasi zusammen kochen und da einen riesen Drogenkartell drauf aufbauen. Und ich hatte das damals halt einfach geguckt. Ich war halt in der Zeit auch in San Diego, in den USA, Grenze zu Mexiko, ne, da irgendwo, da war das Ganze. Ich war auch, hatte mich auch verkleidet zu Halloween als Walter White, ne, wie er heißt in der Show. Und mein Kumpel war Aaron Paul und da sind wir da in Santa Barbara auf der Halloween-Partys, waren wir der Shit gewesen, weil das halt voll der Hype war in den USA da. Also war voll witzig gewesen. Auf alle Fälle habe ich das geguckt, so wegen Entertainment etc. Und ja. Ich finde am coolsten den Gus Fring. Ja, weil der ist, weil der ist der Geilste. So ordentlich. Ja, ja, genau. Und, wie sich so hinsetzt, der sitzt so nicht wie wer da, sondern der kommt so hin. So mit perfekt gerade mit diese so, Brille, ne? Und dann, wenn er aber so seinen kalten Blick auf einmal bekommt und dann so anfängt zu reden, ne? Ja. Und dann weißt du so, dann weißt du so, oh shit, mit dem solltest du dich nicht anlegen. Ne? Niemals mit jemandem anlegen, der eine Händchenkette hat. Aber der spielt ja jetzt auch bei, sorry, dass ich kurz unterbreche, der spielt ja auch bei Better Call Saul mit jetzt in den Staffeln, in den aktuellen. Mhm. Da ist auch richtig geil, was der da alles schon macht. Genau, da habe ich mir dann auch ein bisschen angeguckt, diesen Spin-Off dann. Mhm. Naja, jetzt ist halt die Frage, warum guckt der Basti sich das jetzt nochmal an? Und ich habe gesagt, ich möchte das jetzt einfach nochmal angucken. Da geht es ja auch viel, viel um Business. Ne? Also klar, illegales Business, ne? Wollen wir natürlich alle nicht machen. Trotzdem sind gewisse Grundprinzipien auch dort vorhanden. Und ich schaue das jetzt deshalb nochmal mit quasi dem Blickwinkel auf Business. Und da kann man tatsächlich meiner Meinung nach viel lernen von der Show, von den Charakteren, auch wenn es natürlich alles gespielt ist. Ja. Wie sie zum Beispiel verhandeln, welche Taktiken, ja, natürlich jetzt nicht irgendwie mit. Ja, schon klar. Ich muss trotzdem lachen. Ja, ich weiß, wo deine Familie wohnt und so, ne? Sondern wie die das dann halt machen und Vertriebswege und schieß mich tot. Also da kannst du schon viel lernen, meiner Meinung nach. Und wo ich dann so da sitze und denke mir so, könnte ich vielleicht auch so Versicherungen vertreiben. Nein. Deswegen finde ich das cool, wenn er die Show überhaupt noch nicht gesehen hat, dann natürlich auch wegen dem Entertainment-Charakter, weil da ganz viele, was ich halt mega finde, und da können nicht viele Shows mithalten,
dass du es nicht vorhersehen kannst, ja, was passiert. Ne? Du guckst irgendwie 20 Minuten, das Ding läuft nur 25 Minuten, du weißt eigentlich schon, was jetzt passiert. Ja, der wird sterben und der wird irgendwie jetzt, weiß ich nicht, wird zum Drogendealer, keine Ahnung. Hast du da ganz, ganz selten, und das finde ich halt geil, und deswegen hat die auch so einen krassen Suchtfaktor. Das heißt, wenn er das jetzt anfängt, schreibt mir nicht in der Woche, Basti, das hättest du mir niemals sagen dürfen, ich gucke jetzt nur noch Netflix, okay? Die Warnung schon mal vorab, das macht süchtig, du willst das durchhauen, da gibt es wie viele Staffeln? Gibt schon einige, ne? Ich glaube 5 oder 6. Ja. Na, also ich glaube 5. Ja. Guckt jetzt noch, wenn es ein bisschen kälter ist. Im Sommer wollt ihr da nicht zu Hause sitzen und das gucken, ne? Dann sollt ihr rausgehen, also schaut es jetzt im Winter, wenn ihr es anfangen wollt. Breaking Bad, meine Show für den Februar. Jetzt sind wir quasi auch durch, ne? Dann sehen wir uns wieder im März, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch einfach noch einen Kommentar da. Lasst natürlich auch einen Daumen hoch da. Im März dann wieder auf Koljas Kanal, Aktien mit Kopf. Und vielleicht könnt ihr auch mal runterschreiben, was euch vielleicht hier interessieren würde noch an Themen etc. Oder was wir vielleicht hier testen sollten auf der Insel. Was sollten wir testen? Was würde euch interessieren? Und schreibt mal auch eure Top 5 aus vom Februar. Gerne mal auch eure Top 5, was euch hier irgendwo so bewegt hat, welche News, Personen etc. Fänden wir natürlich auch mega spannend. Und jetzt genießen wir noch unsere Nachos zu Ende. Und ja, euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sind übrigens Abschlussfazit, sind wirklich echt gut. Ganz bisschen mehr Salz für meinen Geschmack. Ansonsten top. Okay, ciao.